Mit Umschlägen stricken. Heute zeige ich zwei Varianten von einem kleinen Muster, wo wir Umschläge stricken können und gleich Abnahmen machen. Ich habe in einem Video schon Umschläge stricken gezeigt. Wenn wir einfach Umschläge einarbeiten, dann wird die Maschenzahl größer. Wenn wir möchten, dass unser Stück unverändert bleibt, also Maschenanzahl bleibt unverändert, müssen wir bei jedem Umschlag, weil es eine Zunahme ist, gleich eine Abnahme machen. Also ein Umschlag, eine Abnahme. Für mein Beispiel brauchen Sie jetzt 24 Maschen. Ich habe jetzt 24 Maschen angeschlagen und etwas hoch glatt rechts gestrickt. Rapport ist aus 7 Maschen, 3 Mal. Plus eine Masche für das Muster und noch zwei Randmaschen. Also schlagen Sie 24 Maschen an, stricken Sie etwas hoch ein bisschen und dann beginnen wir mit dem Muster. Eine Randmasche habe ich schon gestrickt und jetzt gleich Muster. Einmal rechts und jetzt mache ich erst eine Abnahme und dann Umschlag. Eine Abnahme, das heißt zwei Maschen rechts zusammen. Aus zwei Maschen ist eine geworden, minus eine Masche. Dann mache ich Umschlag. Wieder zurück plus eine Masche. Also Maschenanzahl bleibt gleich. Danach stricken Sie einfach 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und wiederholen wir diesen Rapport. Zwei Maschen zusammen rechts stricken. Ein Umschlag. 5 Maschen rechts stricken. Und wieder eine Abnahme. Zwei Maschen rechts zusammen stricken. Ein Umschlag. Weiter wieder rechte Maschen stricken. 5 Maschen und eine Randmasche. Bei mir ist die eine rechte Masche. Die Rückreihe außer Randmaschen, Randmasche rechts, stricken wir so wie sie erscheinen. Und erscheinen sie natürlich links auf dieser Seite. Also jede Masche links stricken. Umschläge auch links, so wie ich schon mal erklärt habe. Die zwei zusammengestrickten Maschen sind hier auch auf dieser Seite auch links, also auch links. Die ganze Reihe bis Ende, außer der Randmasche. Und die Randmasche ist bei uns in dem Fall, in meinem Fall, rechte Masche. Das wird eine erste Lochreihe, Umschlagreihe. Und die Maschenanzahl bleibt erhalten, nicht weniger, nicht mehr Randmasche. Ich hatte 24 Maschen und ich habe immer noch 24 Maschen, trotz dass ich drei Umschläge, drei Löcher habe. Ein Umschlag, es ist plus eine Masche, eine Abnahme minus eine Masche. Im Prinzip waren das zwei Maschen, die bleiben auch zwei Maschen. Abnahme können Sie auch auf der Seite machen, erst Umschlag und dann Abnahme. Damit die nächste Lochreihe nicht zu nah an diese gerät, stricken Sie einfach drüber zwei Reihen in glatt rechts. Video nachschauen, glatt rechts stricken. Eine Reihe rechte Maschen und die andere Reihe Rückreihe linke Maschen. Also wie die Maschen erscheinen. Und sie erscheinen uns auf dieser Seite alle als rechte Maschen. Umschläge sind links durchgestrickt, die sind jetzt auch rechte Maschen. Die Randmasche so, wie wir sie ausgedacht haben. Bei mir ist auch eine rechte Masche in jeder Reihe. Am Anfang und am Ende. Und die Rückreihe, alle linke Maschen. Außer Randmaschen. Ich habe jetzt über die Lochreihe noch zwei Reihen glatt rechts gestrickt. Erste, zweite. In diese Lochreihe werde ich die Löcher
die Umschläge zwischen den zwei hier einarbeiten. Als Variante können Sie natürlich alle übereinander stapeln, dann werden auch hoch die Reihen mit Umschlägen. Eine Randmasche und dann vier Maschen rechts. Rechts von dem Loch und links von dem Loch und über dem Loch rechte Maschen. 1, 2, 3, 4. Danach zwei rechts zusammen und Umschlag. 5 Maschen dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Und zwischen diesen alten Umschlägen zwei Maschen zusammen, rechts zusammen, Umschlag. Wieder 5 Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Maschen rechts zusammen, Umschlag, restliche Maschen, was bleibt, rechts stricken und die Randmasche. Das ist die zweite Lochreihe. Die Löcher sind die neue zwischen den zwei alten. Das sehen wir besser, wenn wir die Rückreihen nochmal gestrickt haben. Randmasche und alle Maschen, so wie sie erscheinen, in dem Fall links. Die Umschläge auch links. Jetzt sieht man deutlicher, wo die Umschläge sind. Die sind zwischen den alten genau in der Mitte. Jetzt wieder drüber zwei Reihen in glatt rechts, also Hinreihe. Rechte Maschen, Rückreihe, linke Maschen. Ich habe die zwei Reihen durchgestrickt drüber. So ist das kleine Mini-Ajour-Muster aus kleinen Löchern als Variation. Stricken Sie die Löcher entweder alle übereinander in Reihen oder Sie verkleinern hier Abstände zwischen den Löchern oder vergrößern die Abstände zwischen den Löchern. Sie können auch die Reihen dazwischen vergrößern oder verkleinern. So wie es Ihnen gefällt. Die andere Variante mit Umschlägen stricken gleiches Muster, nur die Löcher werden jetzt nicht mit einem Umschlag gestrickt, sondern mit zwei. Und der Trick ist dabei, auf der Rückseite die richtig abzustricken. Rapport wird 8 Maschen, zweimal, also 16 Maschen plus zusätzlich 6 Maschen rechts und links vom Muster und plus 2 Randmaschen, also gleiche 24. Die Randmasche, rechte Masche. 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Aus diesen 4 Maschen machen wir ein Muster. Die ersten zwei Abnahme rechts zusammenstricken, zwei Umschläge hintereinander und nächste Abnahme mit Neigung nach links, erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben, zweite Masche wie zum Rechtsstricken abheben, die beiden zurück auf die linke Nadel nehmen und rechts verschränkt zusammenstricken. Zwei Umschläge, eine Abnahme, zweite Abnahme. Zwischen den Löchern, Lochmustern, vier Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Hier kommt wieder das Muster aus vier Maschen. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, zwei Umschläge und Abnahme nach links. Erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben, zweite Masche wie zum Rechtsstricken abheben, beide zurück auf die linke Nadel setzen. So, umgekehrt.
wieder von oben einstechen, in die beide gleichzeitig, das heißt rechts verschränkt zusammenstricken. Stricken Sie zusammen. Und bis Ende rechte Maschen stricken, das sind dann 5. 1, 2, 3, 4, 5 und die Randmasche. Auf der Rückseite, so wie die Maschen erscheinen, die linken Maschen stricken wir links, die Umschläge ein bisschen anders. Also die Randmasche, linke Maschen links. 2, 3, 4, 5, 6 linke Maschen anders. Und jetzt beide Umschläge, lassen Sie nicht fallen. Erster Faden sieht zu uns, so wie bei rechten Maschen eigentlich, immer der rechte Schenkel rechts vorne liegt. Stricken Sie den ersten als rechte Masche. Also ganz normal rechts abstricken. Den zweiten halten Sie fest, nicht fallen lassen. So. Den zweiten Umschlag stricken wir links ab. Faden nach vorne und links stricken. So, der erste Umschlag war rechte Masche und der zweite linke Masche. Dazwischen wieder linke Maschen, so wie viele da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind wieder an 2 Umschlägen angekommen. Halten Sie den zweiten fest. Den ersten stricken wir rechts. Den zweiten links, Faden nach vorne und links. So beide abgestrickt, rechts und links. Was dazwischen liegt, Rest, linke Maschen und am Ende Randmasche. So, das ist die erste Reihe. Vergleichen Sie die Größe, das war mit einem Umschlag und das ist großes Loch mit 2 Umschlägen. Richtig groß. Das sind wie kleine Körner und das sind wie die Erbsen. Drüber stricken wir noch 2 Reihen in glatt rechts. Wissen Sie noch, wie das geht? Auf der rechten Seite alle Maschen rechts. Die Maschen erscheinen uns jetzt auf dieser Seite, passen sich hier auf, ja? Trotz, dass wir eine als links gestrickt haben, stricken Sie trotzdem die beiden noch rechts über dem, mit dem Loch. Alle rechte Maschen, wenn ich alle sage, dann wirklich alle. Beide alte Umschläge, beide rechts. Und Randmasche. Umdrehen. Und auf der Rückseite alle Maschen erscheinen und uns links, es ist wie glatt rechts, glatt links stricken, stricken wir alle links außer Randmaschen. Stricke ich zu schnell, wissen Sie nicht, wie die linke Masche geht oder wie die rechte Masche geht, schauen Sie bitte mein anderes Video für Anfänger, glatt rechts stricken, links stricken. So, jetzt haben wir über dem großen Loch noch 2 Reihen gestrickt. Mit großen Löchern ist natürlich besser, wenn wir 4 Reihen stricken. Ich lasse jetzt einfach so, wie ich am Anfang gemacht habe, nur 2 dazwischen rein. So, nächste Lochreihe, Randmasche. Jetzt versetzen wir die großen Löcher. Eine Masche rechts. Und jetzt gleich kommt Loch. 2 Maschen rechts zusammen, Neigung wird nach rechts, 2 rechts zusammen abgestrickt, 2 Umschläge auf einmal und 2 rechts verschränkt mit Neigung nach links zusammen stricken. Raum dazwischen, 4 Maschen, 4 rechte Maschen, 1, 2, 3, 4.
4, nächste Lochstelle, 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 Umschläge, 1, 2 und 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Einmal abheben, zweimal abheben, beide auf der linken Nadel wieder zurücksetzen und rechts verschränkt zusammenstricken. Wieder der Raum dazwischen, 4 Maschen, 4 rechte Maschen, 1, 2, 3, 4 und eine Lochstelle aus 4 Maschen. 2 Maschen rechts zusammenstricken, 2 Umschläge und 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Einmal abheben wie zum Rechtsstricken, zweites Mal abheben, beide auf die linke Nadel zurück, von oben nach hinten einstechen und rechts verschränkt zusammenstricken. Rest bleibt eine Masche rechts und eine Randmasche. So, wieder die Rückseite, die linken Maschen, so wie sie erscheinen, links stricken, das ist die linke Seite, und die beiden Umschläge, einmal rechts und einmal links stricken. Randmasche, die linken Maschen bis zu den Umschlägen links stricken, das ist ganz kurz gewesen, nur 2, ich ziehe ein bisschen auseinander, da sind die 2 Umschläge, den ersten Umschlag wie rechts stricken, zweiten halten Sie. Was ist, wenn dieser Umschlag Ihnen plötzlich runtergefallen ist? Ganz einfach, stechen Sie mit der linken Nadel wieder in das große Loch und nehmen Sie das einfach wieder auf. Ganz einfach. Wenn Sie verloren haben oder vergessen haben, in der ersten Reihe zu machen. Also links stricken den zweiten, riesiges Loch, jetzt noch so viel üben, dann ziehen wir ein bisschen zusammen. So, die Maschen dazwischen links stricken, bis zu dem nächsten Umschlag, da sind die unsere 2, den ersten rechts stricken, den zweiten links stricken und wieder dazwischen linke Maschen. Umschläge, den ersten rechts stricken, heben, den zweiten links stricken, heben und den Rest wieder linke Maschen bis zur Randmasche und die Randmasche rechts. So, wir haben jetzt 2 Lochreihen gemacht und jetzt noch wieder drüber, hin und zurück in glatt rechts. Alle Maschen rechts stricken, auch die Umschläge, die alten Umschläge, die schon gestrickt sind, zwar eine Scheitung erscheint uns links, trotzdem rechts stricken. Die erste war rechts, diese ist linke Masche, aber trotzdem rechts stricken. So, und so bis Reihenende. Und die Randmasche. Kleine Löchlein wie die Körner, große Löcher wie die Erbsen.